Hallo und herzlich willkommen zurück Ich zu. glaube, Galia fühlt sich verlorener, als sie es sich anmerken lässt. Vielleicht kann ich ihr etwas einflüstern, genau wie bei dir, Schwesterherz. Zu closer the distance. Steuerbare Charaktere. Gaia kann nun wie Guten Conny von dir Morgen. gesteuert werden. Woran Tut sehe mir ich das leid, denn? habe ich dich geweckt? Nur zu 10% oder so. Ach Der so. Großteil von mir träumt noch davon, Bürgermeisterin von Blumenstadt zu sein. Klingt friedlich. Ist es nicht. Die Korruption unter den Frühblühern kennt keine Grenzen. Ich stehe kurz davor, gegen den Tulpenhäuptling auszusagen. Fiese Angelegenheit. Da fällt mir ein, ich dachte, wir könnten vielleicht einen Tag in der Wildnis verbringen und ein paar Blumen für Angies Kranz sammeln. Für Almrausch ist es vermutlich schon zu spät, aber wir könnten die letzten überlebenden Löwenzähne pflücken. Willst du den Kranz aus einem Haufen Unkraut flechten? Hallo? Komm schon, Löwenzahn ist doch hübsch. Tia würde es nicht gefallen. Abgesehen davon kann ich nicht einen ganzen Tag mit Blumenpflücken vergeuden. Vielleicht sollten wir diese Konversation fortführen, nachdem du joggen warst. Du kannst so eine Schlaftablette sein, wenn du dich noch nicht verausgabt hast. Wieso nehmen wir nicht einfach ein paar Rosen aus dem Gewächshaus? Das würde uns eine Menge Zeit sparen. Oh, tut mir leid, ich muss weg. Der Zeugenstand ruft. Ja, um das Ganze mal eben zu unterbrechen, weil ich eigentlich noch was sagen wollte. Also, zum einen, wir können jetzt Conny steuern. Nee, Quatsch. Wir können jetzt Galia steuern. Deswegen ist sie jetzt auch so hell hinterlegt. Ich hatte mich ja schon gewundert ein bisschen, dass nur sie, also die Conny, hell hinterlegt ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt heißt, weil die so unterschiedlich. Die einen sind etwas heller, die anderen sind dunkel. Ob wir jetzt die Hälfte generell nicht machen können oder ob das einfach nur ist, damit das hier besser so ein bisschen optisch rüberkommt. Mal schauen im Laufe des Spiels. Das heißt, das können wir auf jeden Fall schon mal wegklicken. Ich war eben nur ein bisschen verwirrt, weil hier so ein Pfeil nach hier irgendwie runterging, so eine Sprechblase. Und ich mich dann gefragt habe, warum das jetzt auf einmal Galia ist. Aber egal, ist jetzt meine Verwirrung am Morgen, das ist ganz normal. Ich habe gerade mal 2 Schluck Kaffee gehabt. Dementsprechend bin ich hier noch nicht so ganz... ja, noch nicht so ganz drin im Spiel. Und dann wollte ich mal eben anmerken, hallo, Löwenzahn ist natürlich kein Unkraut. Es gibt sehr viele Leute, die zum Beispiel Löwenzahn-Tee trinken. Sehr, sehr gesund, kann ich nur sagen. Ebenso wie Kamillentee. Muss man allerdings auch mögen, muss man jetzt auch dazu sagen. Entsprechend, also wer sich ein bisschen über Heilkräuter informiert, beispielsweise, niemals Löwenzahn irgendwie kaputt machen oder so. So, weiter geht's. Es muss doch mehr geben, was wir für die Familie tun können. Moment, er ist doch derjenige gewesen, der gestern nicht ansprechbar war für Conny. Da müssten wir gleich mal mit Conny hin. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Wir fragen, ob er was braucht. Klicke auf den Pause-Button, wann immer du Zeit zum Nachdenken benötigst. Habe ich gerade gemacht, danke. Du kannst Charakteren immer noch Aufgaben zuweisen, während die Zeit stillsteht. Ja, ist nicht schlimm. Zack braucht immer noch Zeit für sich selbst. Sicher? Okay, wir können da nicht hingehen. Okay. Alle sind so durcheinander. Stimmt, wir haben noch nicht alle gehabt. Er hatte keine Zeit. Dann gehen wir mal dahin. Nö, können wir immer noch nicht. Ihm können wir aber die Unterstützung anbieten. Ich glaube, sie hat aber einen längeren Weg. Deswegen gehen wir mal Galia hinterher. Ich hoffe, dass wir jetzt da... Oh, da kommt sie schon. Also die Conny. Was muss sie machen? Ihr Fleiß geht runter. Warum geht ihr Fleiß runter? So geht das aber nicht hier. Moment, jetzt ist irgendwo... Achso, sie ist angekommen, glaube ich. Moment, Moment. Was dieser Charakter erlebt hat, hat das Bedürfnis dauerhaft verändert. Er braucht mehr Beschäftigung, oder wie? Wie das kleine Plus-Symbol anzeigt. Achso, da oben rechts, ja. Damit haben wir dessen Grenzen verschoben und der Charakter wird sich jetzt ein wenig anders verhalten. Okay. Sie ist aber trotzdem... Ach nee, sie ist ja zu ihm gegangen, stimmt. Hallo? River? Ich suche nicht nach deiner Schwester. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Okay. Warum? Weil ich wissen will, ob es dir gut geht. Warum? Weil Angie dein Babysitter war. Ich brauche keinen Babysitter mehr. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich muss los. Muss wichtige Projekte erfinden.
Tschüss. Mach dir keine Sorgen um ihn. Er versteht nicht, was das alles zu bedeuten hat. Niemand tut das. Außer uns natürlich. Ja, das Gefühl habe ich auch gerade. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Schreien oder so hört oder irgendwelche Flüche, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich foltere den Epi hier nicht. Er ist nur gerade Autorennen am Spielen. Da hört er sich immer so an. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt durch das Mikrofon hört. Das Problem ist, ich warte noch auf eine wichtige Lieferung und kann die Tür nicht richtig zumachen hier. Also bitte überhört das, wenn im Hintergrund was laufen sollte. So, wir gehen zu Galia. Hat er sie noch alle? Was? Was denkt er, was er da tut? Ein Grab ausheben? Würde ich jetzt von der Umgebung her mal sagen. Leg die Schaufel sofort weg. Das hier ist nicht deine Aufgabe. Du machst schon genug durch. Ich wollte niemanden damit belästigen. Niemand würde wollen, dass du das tust. Einschließlich deiner Frau. Pia weiß Bescheid. Bitte, es ist keine große Sache. Lass mich das einfach erledigen. Ja, ich wollte sie nicht unterbrechen. Ich habe nur gedacht, dass sie dadurch vielleicht irgendwie was anderes sagt oder so. Irgendwas gibt's immer zu tun. Aber wir haben beschlossen, alles für ein paar Tage ruhen zu lassen. Bald wird es ohnehin anstrengender für uns. Jetzt, wo wir nur noch zu dritt sind. Sagt mir, wenn ich euch irgendetwas abnehmen kann. Schon gut. Ich... Nein, warte. Die Schafe. Die habe ich total vergessen. Timber und Jude haben sich in letzter Zeit nicht gut gefühlt. Angie ist das zuerst aufgefallen. Am Tag... bevor sie losgefahren ist. Sie mochte die kleinen Wollknäuel so gerne. Ich werde mal nach ihnen sehen. Danke. Lass mich dir wenigstens helfen. Du hilfst uns schon genug. Ich kann nicht noch mehr von dir verlangen. Sei nicht albern. Ich mach das aus freien Stücken. Pia wird das nicht gefallen. Vielleicht könntest du jemand anderen fragen? Etwa Lee oder Blanche oder Melville? Ich kann mal herumfragen. Würdest du so lange warten, bis ich jemanden gefunden habe? Ich kann nicht nichts tun. Dann mach wenigstens hin und wieder eine Pause, okay? Ich werd's versuchen. Okay, was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht so direkt aktiv anscheinend eingreifen kann. Ich muss nach Axels Schafen sehen. Also gut, das können wir ja schon, aber wo sind die Schafe? Mir werden die Schafe jetzt... Oder? Ah, Moment, jetzt... Jetzt werden sie mir angezeigt. Achso, nee, Moment. Ich muss aber erstmal gucken, dass ich jemanden frage wegen dem Grab. Er hat ja hier sowieso schon immer viel zu tun, aber er hat vielleicht Zeit. Dad beim Ausheben des Grabes zu helfen? Aber das war der Vater nicht von ihr, sondern von der Conny. Moment, macht die das jetzt als erstes? Ich hoffe. Was ist mit Conny? Die sollte doch eigentlich... Die sitzt jetzt wieder im Zimmer. Ach nee, die war ja schon bei dem einen. Alle sind so durcheinander. Ah, jetzt können wir ihnen auch Unterstützung anbieten, so rum. Du hast deine geliebte Jacke in jener Nacht nicht getragen. Sie hängt immer noch in deinen, Moment. Erstmal die Jacke nehmen. So, ganz wichtig. Oder macht die das jetzt danach? Ich bin mal. Nee, sie ist aber als erstes jetzt hier hingegangen. Okay. Würde es dir was ausmachen, Axel auf dem Friedhof zu helfen? Er hebt das Grab ganz allein aus. Dieser Idiot. Du weißt so gut wie sonst niemand, was er gerade durchmacht. Du könntest ihm helfen oder vielleicht versuchen, ihn davon abzubringen. Wenn ich was anderes mache, kann ich die Arbeit meines Sohns am Grabmal nicht überwachen. Dann müsste er es ganz allein machen. Könnte er das denn? Was weiß er nicht? Frag ihn selbst. Oh, warum muss das immer so kompliziert sein hier? Was ist mit der jetzt schon wieder? Oh, Mom. Das ist...
Ich weiß, Liebling. Ich weiß. Ich habe versucht, für Conny stark zu sein. Aber es ist so schwer. Ich will für sie da sein, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Sie ist irgendwie so weit weg. Gib ihr Zeit. Aber lass sie wissen, dass du für sie da bist, wenn sie dich braucht. Aber wie kann sie bloß so kühl sein? Angie war ihre Schwester. Jeder trauert auf seine Art. All das kommt mir wie ein Albtraum vor. Es ist real. Und daran, wie du und Conny sich fühlen, ist nichts abnormal. Dann werde ich warten. Und ich werde mit dir warten. Danke, Mom. So, Hilfe, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal müssen wir die Jacke holen. Ist sie da? Sie ist da. Dann nehmen wir erstmal die Jacke. Zieht die automatisch an, das ist gut. Steht dir. Aber bist du sicher, dass du sie tragen möchtest? Das war doch nur meine alberne Jacke. Du hast dich nie wirklich dafür interessiert. Wenn sie dir geholfen hat, wird sie auch mir helfen. Betrachten wir es doch einfach so, als würden wir sie gemeinsam tragen. Da ist etwas in deiner Tasche. Es ist ein Kalender. Da habe ich ihn also hingetan. Steht etwas Interessantes drin? Dads Schnitzeljagd. Lees Umzug nach Yesterby. Hab Moms Rad kaputt gemacht. Das könnte der Schlüssel zu meinen Erinnerungen sein. Gib mir ein wenig Zeit. Ich bin sicher, ich werde mich bald erinnern können. Dann führen wir diese Jacke mal aus. Oh, billiger Stoff. Zieh Angelas Jacke an. Ja, ich hätte es fast vergessen. Es tut mir leid. Braucht Zeit für sich selbst. Den können wir noch nicht ansprechen, aber wir waren ja auf dem Weg zu ihm eigentlich. So, dann machen wir bei ihr jetzt weiter. Ich habe die Liste von der Versicherung bekommen. Sie brauchen noch einige weitere Dokumente. Ich kann das für dich erledigen, wenn du möchtest. Nicht nötig. Das habe ich bereits getan. Ich habe außerdem einen Sarg bestellt, Trauergewänder für Conny und mich gekauft und Schreibzeug für all die Briefe, die ich verfassen werde. Kann ich dir sonst irgendetwas abnehmen? Vielleicht sauber machen, waschen oder kochen? Grundgütiger. Die Handtücher. Ich hätte sie eigentlich schon gestern waschen sollen. Okay, du konzentrierst dich auf die Briefe. Ich kümmere mich um den Haushalt. Okay? Das geht doch nicht. Ah. Du hast in der Vergangenheit schon viel mehr für mich getan. Lass mich dir auf diese Art meine Dankbarkeit zeigen. Ich danke dir, Liebes. Aber Moment, ich kann Axel das Grab nicht alleine. Ja, die Frage ist jetzt, hat er jetzt schon jemanden gefragt oder nicht? Sie muss aber dringend. Ich darf den Grabkranz nicht vergessen. Ah, sie kann auch nicht alles machen. Ich denke mal, das mit den Balken hier, das sind Sachen, die aufgefüllt werden mit der Zeit. Oder ist das einfach nur... Ach nein, das sind die... Ach, sind das die Aufgaben, die ich angefangen habe vielleicht? Ich darf aber Axel das Grab nicht alleine machen. Gut, da muss ich jetzt ganz schnell die Handtücher machen. Das sollte ja nicht so lange dauern, sage ich mal. Ich muss aber auch nach den Schafen sehen. Ein paar Kotproben zu sammeln sollte reichen. Ja, pass auf, ich bin jetzt hier. Ich mache jetzt ganz schnell die Sache mit den Handtüchern. Ich habe nämlich irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich mich nicht um die Schafe kümmere, dass die dann irgendwas haben, dass die sterben oder so. Deswegen ganz schnell die Handtücher machen und danach muss ich ganz dringend nach den Schafen gucken. Das artet ja hier richtig in Stress aus für mich. Ja, Götter haben immer so viel zu tun. Wer ist die denn jetzt? Nein, ich kann mich jetzt gerade nicht darum kümmern. Ich muss mich jetzt erst um ihn kümmern. Junge, ich werde für Angie ein Grabmal anfertigen.
Genau wie ich es für deine Mutter getan habe. Möchtest du mir helfen? Aber wenn du Zeit brauchst, verlang dir selbst bloß nicht zu viel ab, ja? Ja. Vielleicht sollte ich es ein paar Jahre lang mal richtig langsam angehen. Du weißt schon, mich den ganzen Tag lang betrinken, in Selbstmitleid baden. Dann werde ich bestimmt früher oder später darüber hinwegkommen, stimmt's, Dad? Zieh jetzt bitte nicht deine Mutter damit rein. Ich... Ach, weißt du was? Vergiss es einfach. Angie hasst es, wenn wir uns streiten. Also tun wir ihr einen Gefallen und halten uns einfach voneinander fern, okay? Ah ja, ja, also was mit dem los ist, ist mir schon klar, aber seine Reaktion ist halt, das Mädchen wird einen Grabstein brauchen, sollte nicht lange dauern, ihn fertigzustellen. Wieso kann ich das nicht? Hallo? Ich will jetzt aber nicht wechseln, ich will ihm erst die Aufgabe geben, was soll das? Moment. Kann ich immer noch nicht? Ja, toll. Warum kann ich ihm jetzt die Aufgabe nicht geben? Haben wir denn da? Los, ich. Mit einer Jacke. Sie gehörte deiner Schwester, nicht wahr? Weckt das nicht Erinnerung? Darauf kannst du wetten. Nur gut, hoffe ich. Darum geht es ja. Jetzt kommt sie auch noch im Hintergrund. Okay. Können wir jetzt hier endlich... Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er... Der kümmert sich jetzt aber nicht darum, ne? Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Macht er jetzt einen Grabstein oder nicht? Nö. Der macht einfach da... Oder war er dabei, diesen Grabstein zu machen? Das kann natürlich auch sein. Sie hat jede Menge Aufgaben. So, du musst jetzt nach den Schafen gucken, die ich immer noch nicht anwählen kann. Wieso kann ich die Schafe immer noch nicht anwählen? Oder? Ach, jetzt. Nee. Hä? Ach so, das war das Falsche. So, du guckst jetzt erstmal nach den Schafen. Das ist viel wichtiger. Dir folgen wir jetzt. Allerdings geht das hoch. Aber die Handtücher hat sie doch jetzt schon gewaschen, oder nicht? Oder hat die jetzt mitgenommen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Moment, was ist bei ihr jetzt wieder los? Hey, ist das nicht Angies Jacke? Ist sie. Dachte ich mir. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber... Ich habe das Gefühl, sie steckt immer noch irgendwie drin. Das tut sie auch. Ich versuche, sie in meiner Nähe zu halten. Ich höre mir dazu immer unsere alten Aufnahmen an. Es ist so seltsam, ihre Stimme zu hören. Ich weiß. Oh, hallo. Solltest du nicht bei deinen Eltern sein? Sie sind mit sich selbst beschäftigt. Stimmt, sie hatte auch noch eine Aufgabe. Du scheinst nicht besonders traurig zu sein. Das stimmt nicht. Ja, deine Schwester und ich waren nicht immer auf Augenhöhe, aber sie war eine sehr kluge und engagierte junge Frau. Und dafür habe ich sie respektiert. Obwohl sie gegen dein Projekt war? Sie war nicht dagegen. Sie war bloß skeptisch. Das ist alles. Ernsthaft, wieso stößt dieses Thema überhaupt auf so viel Widerspruch? Die Bootslodge wird die erste Sache sein, mit der das Dorf tatsächlich mal Gewinn machen kann. Er redet davon, als wäre das alles seine Idee gewesen. Hör mal, ich denke, du solltest jetzt wirklich bei deinen Eltern sein. Ich werde Blanche bitten, deine Mutter anzurufen. Nicht nötig. Ich wollte sowieso gerade gehen. Okay. Lange Zeit sah ich in ihm bloß Rivers Vater, den Workaholic. Es hat eine Weile gedauert, bis ich erkannt habe, dass auch er einfach nur ein ganz normaler Kerl ist, der sich Mühe gibt, etwas zu bewirken. Ich bin allerdings das Gefühl nie ganz losgeworden, dass er das alles in erster Linie für sich selbst macht. Gehe ich mal von aus. Die Verlorenen, biete allen Unterstützung an. Na? Na schade, ich dachte, wir könnten jetzt zuhören. Ja, Zack können wir immer noch nichts machen. Dann würde ich sagen, manche Bedürfnisse sind auf bestimmte Bereiche eingeschränkt. Der weiße Rahmen zeigt an, welcher Bereich aktuell nicht erreicht werden kann. Okay. Dann, du solltest eigentlich zentrieren. Ah, sie ist bei den Schafen, sehr gut.
Was geht bei ihm jetzt wieder ab? Ich will jetzt wissen, was mit den Schafen ist, Leute. Oh, Conny hat mich... Hey, ich hab nach dir gesucht. Tut mir leid wegen letztens. Ich hätte nicht so mit dir reden dürfen. Du hattest recht. Nein, hatte ich nicht. Vielleicht kannst du Angela nicht hören, weil du selbst zu laut bist. Conny, hör auf damit, bitte. Wusstest du, dass mein Dad ein Grabmal für Angie anfertigt? Derselbe Typ, der ihr zu ihrem letzten Geburtstag fast so ein Boygroup-Krempel gekauft hätte? Eigentlich sollte ich das machen, aber ich kann es einfach nicht. Momentan kann ich mir nicht mal eine Tasse Kaffee zubereiten, ohne dabei den Wunsch zu verspüren, die ganze Küche zu zertrümmern. Ich möchte, dass sie noch da ist. Ich möchte sie hören. Aber da ist nichts. Du kannst sie vielleicht nicht hören, aber sie hört dich. Versuch mal, mit ihr zu sprechen. Ich weiß, dass du mir bloß helfen willst. Das ist nett, aber... Ich muss jetzt gehen. Wir reden später, okay? Naja, zumindest hat es endlich mal geklappt, dass die beiden miteinander reden. Sie ist immer noch Kot im Aufsammeln. Ganz tolle Beschäftigung. Ach, was machst du denn hier? Jetzt geht sie aber wieder, oder? Okay, Kotproben hat sie gesammelt. Kümmert sie sich jetzt um die Handtücher? Weil ich habe so verstanden, dass die schon fertig sind. Wir folgen ja einfach mal. Mal gucken, wo sie jetzt gerade hingeht. Wieso geht sie jetzt zum Grabmal? Nee, sie geht weiter. Jetzt ist sie wieder bei den Schafen. Hätte die nicht einfach drüber gehen können? So, was hast du vor? Sie hat Hunger. Okay, das verstehe ich. Moment, Moment. Ich darf den Grab... Es muss doch mehr tun. Ja, das Grabmal macht er aber doch jetzt nicht alleine, so wie ich das verstanden habe. Moment, jetzt ist sie... Jetzt setzt sie sich einfach dahin, oder was? Willst du mich hier veräppeln? Okay, gucken wir mal nach ihm. Der ist bestimmt schon total genervt, weil alle nach ihm sehen. Aber wir gehen trotzdem... Moment, Moment, Moment. Stopp. Sie war doch noch nicht fertig mit den Schafen, oder was? Wieso ist sie denn dann gegangen? Ja, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wenn sie doch noch nicht fertig ist, wieso geht sie dann einfach von da weg? Und was ist mit dir schon wieder? Oh. Hi, Mom. Conny, ich dachte für einen kurzen Moment, du solltest diese Jacke nicht tragen. Sie gehörte deiner Schwester. Es ist okay. Wir tragen sie gemeinsam. Oh, mein Liebling. Solange sie hier bei uns ist, wird sie niemals fort sein, nicht wahr? Richtig, mein Schatz. Oh, wow. Du siehst toll darin aus. Danke. Es ist erstaunlich, wie ähnlich du ihr jetzt siehst. Ist das so? Ja. Ich muss wieder zurück an die Arbeit. Ich liebe dich, Liebling. Warum darf ich nichts? Weil ich sie jetzt gerade nicht zentriert habe, oder? Nee, das sind einfach nur ihre Aufgaben. Achso, ich kann sie ja nicht steuern. Ja. Ja, ja. Das war jetzt doof. Jetzt geht sie schon wieder, oder was? Guck nach den Schafen. Aber die Schafe stehen nicht mehr drin. Achso, sie ist noch hier beschäftigt, okay. Aber ich verstehe das mit den Handtüchern irgendwie nicht. Also, dass der Balken hochgeht, wahrscheinlich, weil sie hier so beschäftigt ist, das verstehe ich noch, bis dann irgendwann der Haken dran ist, nehme ich mal an. Aber dann müsste sie doch jetzt fertig sein. Jetzt läuft sie schon wieder weg. Wieso geht sie jetzt wieder nicht untersuchen?
Weil der Balken voll ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sind so Kleinigkeiten, die ich noch nicht so ganz gecheckt habe jetzt. Halte mich von mir aus für doof, ist mir egal. Was macht die jetzt? Was macht die jetzt? Was macht die? Ich will was sehen. Hey, wie war dein Tag? Lang. Länger. Du musst dich um die Schafe kümmern. Du kannst hier nicht quatschen. Du musst die Wäsche rausbringen. Die ich mir an der Uni ansehen musste. Entschuldigung. Ich dachte, die läuft jetzt los. Ich bin einfach nur da. Und versuche selbst nicht so viel darüber nachzudenken. Ich weiß wirklich nicht, wie du das machst. Vor allem das mit dem Nicht-Nachdenken. Ich habe mir den ganzen Tag lang vorgestellt, wie ich mit Bodhi darüber rede. Ich breche jedes Mal in Tränen aus, wenn ich... Siehst du? Schon wieder. Oh, komm her. Tut mir leid, Frau Doktor, dass ich dich damit so überfalle. Soll ich statt dir mit ihm reden? Ihr würdet euch doch bloß wieder streiten. Nicht, wenn ich mich zusammenreiße. Ist schon gut. Ihr zwei werdet eine bessere Chance bekommen, euch anzunähern. Da bin ich sicher. Ja, sie möchte damit reden. Das ist alles okay. Aber wir müssen uns erst um die Handtücher kümmern. Die sind wichtig. So, wo ist jetzt hin? Ah, Handtücher sind fertig. Sehr schön. Ich verstehe nur nicht, warum ich das mit den Schafen nicht beenden kann. Pias Wäsche zum Trocknen aufhängen. Okay, machen wir es so. Dauert jetzt natürlich einen Moment. Okay. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal als aktuell auf bestimmte Aufgaben festgelegt, wie das Häkchensymbol neben dem Porträt anzeigt. Achso, hier. Du kannst sie nicht steuern, bis die Aufgabe erfüllt ist. Und welche Aufgabe ist das? Hunger wahrscheinlich, oder? Man sieht nichts. Ja, ja, Hunger. Okay, dann spielen wir das mal ein bisschen weiter, wenn sie sich hier ein Süppchen kocht und ich glaube auch ins Bett geht. Ja. Pias Wäsche abzunehmen, wenn sie trocken ist. Ach, das auch noch. Na gut, dann müssen wir jetzt leider die Nacht einmal überspielen. So, alle gehen schön ins Bettchen. Nur der eine Workaholic da, der ist immer noch nicht im Bett. Das heißt, es geht hier nicht... Jetzt geht's, glaube ich, weiter. Moment. Pia. Pia. Ich komme hier schon komplett durcheinander. Conny. Also, wie gefällt es dir, meine Jacke zu tragen? Du fühlst dich darin stark, nicht wahr? Sie sehen mich darin so seltsam an. Aber das kümmert mich nicht. Das haben sie vorher auch schon getan. Ich werde sie trotzdem tragen. Das ist meine Schwester. Auf diese Weise werden wir uns noch näher sein, nicht wahr? Übrigens, ich habe heute deinen Taschenkalender durchgesehen. Und? Hat das irgendwelche Erinnerungen geweckt? Ja, so viele. Hey, wieso erinnern wir uns nicht gemeinsam daran? Mit diesen Informationen könnten wir das Dorf vielleicht retten. Wir können's versuchen. Okay, das sind jetzt 4 Jahre sind vergangen, seit Galia Lee das erste Mal hierher eingeladen hat. Ich möchte gerne glauben, dass sie vom Moment ihres Eintreffens an einen positiven Effekt auf das Dorf ausgeübt hat. Hey, Leute. Ich habe einen Gast mitgebracht. Das ist Lee. Sie ist eine Freundin aus der Stadt. Hallo, ihr alle. Hi, Lee. Ich bin Angela. Hallo,
Das ist Pia. Ja, schön, dich endlich kennenzulernen. Das ist für dich. Galina meinte, du magst Duftkerzen. Nun, das sind zwar keine Kerzen, klar, aber das Aroma ist der Wahnsinn. Es wirkt auf meinen Sohn und mich unglaublich beruhigend. Hoffentlich gefällt es dir auch. Räucherstäbchen. Der Friede von Aranas Garten. Ein schöner Name. Danke. Lee wird das Wochenende über hier bleiben. Wir planen morgen eine Wanderung runter zur Küste zu machen, falls jemand mitgehen möchte. Wir sind dabei. Nicht wahr, Conny? Du sagtest doch, dass du nach der Ernte ein ruhiges Wochenende brauchst. Erinnerst du dich noch an das letzte Mal, als du dich so verausgabt hast? Diesmal wird es schon gut gehen. Das ist übrigens Conny. Sie verwaltet meinen Energiehaushalt. Hi, Conny. Schön, dich kennenzulernen. Hallo. Wir sehen uns also morgen, ja? Das wäre wundervoll. Tschüss, ihr alle. Tschüss. Tschüss. Nach der Wanderung war ich beinahe eine ganze Woche ans Bett gefesselt. Ach, und übrigens, Mom hat niemals auch nur ein einziges Räucherstäbchen angezündet. Am Ende hast du sie aus ihrer Schublade gemopst und sie für mich angezündet, während ich herumgelegen und gejammert habe. Mich hat es entspannt. Und Mom ebenso. In jener Woche hat sie mir nicht einmal die Leviten gelesen. Jedes Mal, wenn sie gerade drauf und dran war, machte sie mir am Ende Komplimente wegen des wunderbaren neuen Duftes. Seitdem bewahre ich immer ein paar Stäbchen in meiner Kommode auf. Nur für den Fall. Okay, Zack scheint auch wach zu sein. Angie, wenn du mich hören kannst, ich schaffe das nicht. Bitte, bleib bei mir. Lass mich nicht allein. Lass mich niemals allein. Oh, das ist dämlich. Komm schon, Schnarchnase. Ich möchte in meiner ersten Nacht in einem Club nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Angie. Ja, ja, jetzt wirst du mir bestimmt sagen, dass das nicht passieren wird, richtig? Du bist ungerecht. Du weißt, wie sehr ich es mir wünschen würde, dass wir tatsächlich von hier weg könnten. Was, wenn wir es eines Tages können? Weißt du etwas, das ich nicht weiß? Ach, lass ein Mädchen doch träumen. Auch wenn wir es niemals in einen Club schaffen, wir könnten einfach nur zum Spaß tanzen. Würdest du mir all diesen Spaß bitte tunlichst ersparen? Keineswegs. Ach. Tanzen gibt mir überhaupt nichts. Ich kann es tun, aber ich hasse jeden Augenblick dabei. Genau wie bei der Schreinerei. Das ist nur, weil du dir zu sehr den Kopf zerbrichst. Erinnerst du dich daran, was deine Mom immer sagte? Wie war das noch gleich? Hör niemals auf zu tanzen. Vor allem nicht dann, wenn du in der Klemme steckst. Mach dir nicht zu viele Gedanken und beweg deine Füße. Gemeinsam können wir einfach so unsere Probleme wegwalzern, nicht wahr? Können wir. Bleib einfach bei mir und versuch mit mir Schritt zu halten. Einen nach dem anderen. Es wird leichter, das verspreche ich. Tja, wenn Sie das so sagen, Madame, tanzen wir. Grandios. Leg die CD nochmal ein. Du würdest mir in den Arsch treten, wenn du mich so voller Selbstmitleid sehen könntest. Ich werde Dad sagen, dass ich dein Grabmal anfertigen werde. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Na, das ist doch was Positives. Ja, und bevor sich jetzt alle hier aus dem Bettchen erheben, würde ich sagen, nutzen wir diese doch perfekte Zeit, um hier mal einen kleinen Cut zu machen. Ich muss noch ein bisschen warm werden mit diesen ganzen Aufgaben, weil ich verstehe manchmal nicht, warum ich die einen anklicken kann und die anderen dann wieder nicht, weil man halt nicht alle Aufgaben von den Leuten anscheinend steuern kann. Und ich weiß auch nicht, warum das mit den Schafen, warum ich das nicht weitermachen konnte. Oder das lag einfach nur daran, weil sie
Essen machen musste und deswegen nichts anderes mehr machen wollte. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Vielleicht kriegen wir das mit den Schafen dann auch endlich mal zu Ende und abgehakt. Es war auf jeden Fall wieder eine natürlich sehr traurige, aber trotzdem auch sehr schöne Folge. Schön in Bezug auf, dass das ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Es irritiert mich immer noch, dass die Leute keine Gesichter haben. Aber ich warte ja immer noch auf den Tag, wo wir das Spiel dann irgendwann beendet haben und dann vielleicht wie durch ein Wunder die ganzen Gesichter drauf kommen und die vielleicht lächeln oder so. Es wäre schön, wenn man das dann vielleicht sehen könnte. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Auf jeden Fall sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.